Am heutigen Freitagvormittag fand die Spieltagspressekonferenz des FSV Zwickau nicht wie gewohnt in der GGZ-Arena statt, sondern in der Geschäftsstelle des Nachwuchsleistungszentrums des FSV Zwickau am Westsachsenstadion. Und das hatte einen guten Grund. Ja, herzlich willkommen auch mal von mir an alle. Das ist mir eigentlich ein besonderes Bedürfnis, hier zu sein, weil die tolle Stätte hier, die uns mit so viel Tradition in Verbindung bringt, und zum anderen auch natürlich, ich will nicht sagen der Nachfolger, aber doch ein bisschen schon der Nachfolger auch von Sachsenring, was ja unser Vereinsname in den DDR-Zeiten war. Jetzt VW, die Tradition als Unterstützer fortsetzen, und dort ist, denke ich, ganz viel Verbindung da, viel Gemeinsamkeiten, viele Dinge, die in den letzten Jahren erreicht wurden. Und deswegen ist es ja für mich heute ein toller Tag, hier zu sein. Und auch der Grund dessen, ja, werden wir ja dann erfahren, ist ein toller. Herzlich willkommen. Ja, dann auch ein herzliches guten Morgen von mir, Christian Sommer, Volkswagen Sachsen. Ich freue mich auch riesig, hier zu sein. Und ja, Peter, danke für die Einladung. Also, ich lasse mal gleich die Katze aus dem Sack. Also wir sind heute hier, um erneut unser Sponsoring-Vertrag zu verlängern. Wir haben ein paar Änderungen gemacht. Die schönste ist, dass wir euch 3 Jahre zusichern, vertraglich fixiert. Bislang hatten wir immer Einjahresverträge. Wir haben gesagt, in diesen schwierigen Zeiten, wo auch der Verein steckt, wo auch Volkswagen drin steckt, geht es darum, Kontinuität zu zeigen und zusammenzuhalten. Und ich bin ganz froh, dass wir die Nachwuchsförderung gemeinsam mit Lutz auf den Weg gebracht haben für 3 Jahre, und wir wünschen euch alles Gute. Wir haben ja uns nun mal damit abfinden müssen, in der Viertelliga zu sein, und das hat uns im letzten Jahr auch ganz viele positive Dinge gebracht. Der Verein ist zusammengerückt, wir sehen ehrlichen und handgemachten Fußball, wie wir das viele Jahre leider vermisst haben. Und der Vorteil an so einer Situation ist natürlich auch, dass durch die niedere Klasse auch der Nachwuchs die Chance hat, eher mal an die erste Mannschaft ranzuschnuppern. Und gerade unsere Aufgabe, die wir sagen, wir wollen unsere Nachwuchsförderung verschreiben, ist natürlich dann toll, wenn man sieht, dass da eben auch aus dem Nachwuchszentrum junge Burschen aus der Region die Gelegenheit haben, bei den Profis mitzuspielen und den Fuß in der Tür haben, und dass dieses Konzept dann fruchtet. Dafür wollen wir mitarbeiten, und deshalb freuen wir uns, dass es uns gelungen ist, auch unsere Chefs von der Notwendigkeit zu überzeugen, beim FSV Zwickau weiter aktiv zu sein. Und es ist also wirklich für unsere Herzenssache, das muss man einfach sagen. Also ich muss noch mal ganz klar betonen, also Volkswagen und der FSV, also wir hier direkt an der Stadt oder an den Stadttoren, und unser Fußballverein, das sage ich bewusst, obwohl ich von Fußball wenig verstehe, aber ich verstehe eins, diese regionale Verwurzelung, und das ist ganz wichtig, und das merke ich auch als Laie, ne? Also fragt mich bitte nicht zur Taktik, da bin ich ganz offen, aber zur Bedeutung für uns als Marke und für euch als Spieler und vor allen Dingen die Vernetzung in den, also ich sag mal so, in die Linie, ne? Und ins Management, und überall sitzen die Fans. Das ist halt das, was ganz, ganz wichtig ist. Und da sehe ich uns halt als Region gemeinsam auch mit Lutz, dass wir uns dafür halt einsetzen. Und dann kann man euch nicht fallen lassen, wenn ihr jetzt gerade in der vierten Liga seid. Das passt nicht zusammen. Wir wollen alles tun, dass ihr dann nach oben kommt. Und gerade weil wir mit zahlreichen Veranstaltungen, ob es die Einlaufkinder sind oder die Kinderpressekonferenz, das wird bei uns gut angenommen. Ich kann fast sagen, die Hälfte der Mannschaft ist FSV-Fan. Ja. Und das Schöne ist, und was mich besonders freut, eben die Verbindung zu den Kids. Wir halten damit die Jugend, ihr gebt denen eine Perspektive, ihr gebt denen eine Beschäftigung, und dafür ist das Geld einfach mehr als investiert und wichtig. In der erfreulichen Nachricht der Vertragsverlängerung mit Volkswagen Sachsen haben wir trotzdem noch das Tagesgeschäft vor der Brust. Das lautet jetzt für das kommende Wochenende Greifswalder FC. Was rollt da auf uns zu, unabhängig davon, dass wir ja alle wissen, dass die Greifswalder da noch ein bisschen was vorhaben in der Liga? Wie werdet ihr jetzt das Spiel, die Partie am Sonntag in Greifswald angehen? Ja, wir müssen uns anschieben. Ja, und das jetzt nicht auslaufen zu lassen, und lassen wir ja nicht, wenn wir jetzt auch die zweite Halbzeit gegen Jena hernehmen. Da brauchst du ein Stück weit immer wieder auch das Spielglück, das hat man in Einburg.
war eine solide Leistung. Das Spielglück lag auf unserer Seite und auch die Kunis, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir haben unter der Woche gesehen, wie eng das sein kann. Das Greifswald ist die Top-Mannschaft mit Cottbus. Cottbus, Berlin, BFC spielen morgen schon. Also das heißt, es orientiert sich natürlich dann auch vieles jetzt auch von den Greifswaldern auf den morgigen Spieltag. Für uns gilt es, auch für den einzelnen Spieler, das ist auch eine ganz wichtige Komponente, auch für sich selbst Statements abzugeben, weil wir ja jetzt hier auch in einer Phase, Saisonphase sind, was wir uns alle ja gewünscht haben, aber es ist ja eingetroffen, dass wir relativ früh jetzt diese Klassenerhalt geschafft haben. Wir haben immer noch 3 Spiele, wir wollen noch mehr Punkte holen. Und der einzelne Spieler, wie auch die Mannschaft, kann weiter wachsen und muss weiter wachsen. Ja, auch untereinander, miteinander. Und es wird ja auch in der Konstellation noch am Sonntag der Fall sein, dass der eine oder andere Spieler, junger Mann, spielen wird und Spielpraxis bekommt und auch auf sich aufmerksam machen muss. Ich habe einen Vertrag, nee. Und wir gucken schon auch rechts und links, was können wir auch der Mannschaft und was müssen wir der Mannschaft zuführen an Positionierung, an Spieler, auch an Spielertypen. Und das ist eben auch die Aufgabe auch des Einzelnen. Das ist überhaupt gar keine Drohung, sondern einfach auch dieses Spiel jetzt in Greifswald zu nutzen für sich selbst. Der eine oder andere ist vielleicht ein bisschen unter den Erwartungen geblieben, vielleicht auch für sich selbst ein bisschen enttäuscht gewesen. Diese Spielchancen, die es gibt aufgrund der Enge des Kaders, das ist jetzt durch die Sperren ja der Fall mit Lloyd Kufour, mit Mike Könnecke und mit dem Zimpo, haben wir schon mal 3, die von den Sperren her nicht zur Verfügung stehen. Dann haben wir noch den einen oder anderen angeschlagenen Spieler, den wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. Senker wird nicht spielen können, der noch immer noch die Probleme hat aus dem Spiel Dynamo Dresden. Lukas Albert ist ein dickes Fragezeichen. Und dann reduziert sich das schon. Da muss ich noch mal mit Dominik reden. Aber das heißt, ein enger Kader und das macht es wieder spannend und auch sehr, sehr interessant. Und auch zu sehen, wie reagieren der einzelne Spieler, wie reagiert die Mannschaft wieder auf so eine Grenzsituation. Und bisher haben wir das schon auch gut gezeigt. Wir wollen natürlich das Spiel gewinnen, keine Frage. Für mich steht die Leistung im Vordergrund und die Leistung vom Sonntag, zweite Halbzeit, das ist auch die Basis, wo wir anknüpfen wollen. Nicht die erste Halbzeit, die zweite Halbzeit. Die war gut, die war intensiv, die war bissig, die war aggressiv. Da haben wir auch wieder viel besser Fußball gespielt und das ist unsere Basis für den Sonntag. Ich weiß nicht genau, wie es bei dem Karten für den Trainer funktioniert, aber du bist wahrscheinlich auch gesperrt, oder? Darfst du am Spielfeld dran sein? Diesmal wahrscheinlich nicht. Wie läuft das denn genau ab? Ja, dazu muss man einfach noch sagen, das war einfach blind von mir. Ja, das darf mir nicht passieren. Es ist das zweite Mal in der Saison, dass ich gesperrt bin. Unter anderen Umständen spiele ich mit meinem Arbeitsplatz, weil sich das dann der Verein auch nicht leisten kann, zweimal in der Saison auf den Trainer zu verzichten, der hauptangestellt Cheftrainer ist, dafür auch Geld kriegt. Da muss ich mich einfach auch besser im Griff haben. Nicht was die erste gelbe Karte betrifft, das ist eine Emotionalität, wo ich dort, sagen wir jetzt, raus bin aus der Coaching-Zone. Da muss ich nochmal mit Jimmy reden, dass wir das auch größer kriegen nochmal. Möglichst bis zur Eckfahne. Ja. Ja, aber das ist, da muss ich sagen, okay, ist so für mich. Die zweite gelbe Karte darf so nicht passieren, weil A war es ein klares V, eine klare rote Karte. Und dass ich dann die weiße Linie überschritten habe, das gehört sich nicht, das darf mir nicht passieren. Ja.